Der 2009 instand gesetzte Zufluss durch den Eichelbach ist schnell abfotografiert. Interessanter finde ich daher die schöne herbstliche Umgebung an dieser Stelle, direkt am Jüßsee, bei der ich dann auch nicht davon ablassen konnte, ein paar Bilder zu produzieren. Zuflüsse des Jüß. Der Eichelbach ist der einzige natürliche Zufluss des Jüß. Er ist ein typisches Karstgewässer mit stark schwankendem Wasserstand. Nach starken Regenfällen strömt der Eichelbach mit Schwung in den Jüß und bringt viel nährstoffreiche Erde mit sich, die sich vor der Insel absetzt. Im Sommer hingegen fällt der Bach auf weiten Strecken trocken. Unterirdisch verlaufen Klüfte und Höhlen, die einen Teil des Wassers bis zur Ruhmequelle ableiten. Unterhalb der Straßenbrücke ist zumindest vom Standpunkt der Informationstafel aus ein Rohr zu erkennen, das ganzjährig Wasser führt. Hier wird eine Wasserleitung unterbrochen, die ehemals bis zum Bahnhof führte. Es ist klares Wasser der Sieber, das der Befüllung der Dampflokomotiven diente. Das Sieberwasser trägt heute dazu bei, den flachen kleinen Jüß im Sommer aufzufrischen und die Gefahr einer Algenblüte zu verringern. Der Hauptzufluss ist allerdings der Mühlengraben, der in den großen Jüß mündet. Er wird durch die Sieber gespeist. Der Jüß hat natürliche und künstliche Zuflüsse. La Jüßlago havas afluojn naturajn kaj artefaritajn.